So. Sascha, geh mal ab, bitte. Komm, geh mal ab, bitte. Ich möchte mit ins Bett. So. Wir wollen heute das erste Mal das Halfter drauf machen. Dazu braucht man am besten immer einen Helfer und man hat hier so ein Halfter, was hinten hinterm Nacken zuzumachen ist. Ne? Thorsten, hältst du es mal empfohlen? Genau, eine Hand nach vorne vor die Brust, eine Hand hinten hin, dass es nicht abhauen kann. Genau. Und dann guckt man, ja, dass man die Nase halt ganz vorsichtig einfädelt. Oh, das macht es aber schön. Nicht jedes Fohlen lässt sich das so brav gefallen. Die meisten finden das etwas so. Und ja, selbst das kleinste Loch ist jetzt noch sehr weit. Ne? Man kann das nicht unbedingt jetzt dran lassen, weil die können sich hier auch dran aufhängen oder so. Ne? Aber wir machen es jetzt erstmal dran, lassen sie einmal los, dass sie damit mal ein bisschen laufen kann. Ja, hast du schön gemacht. Ist voll unspektakulär. Das war unspektakulär. Ja, hast du aber gut gemacht. Ja, hast du das gut gemacht. Ich dachte, sie bockt jetzt los. Unspektakulär. Ja, danke schön. So, wir wollen heute mal Hufe geben, üben. Genau, damit kann man nicht früh genug anfangen. Ganz schön ist es, wenn die in dem Alter das schon lernen, weil da sind sie noch nicht so ganz wieder borstig. Und Thorsten hält sie jetzt fest. Zum einen mal, damit sie nicht abhauen kann. Und zum anderen mal auch, dass er sie unterstützt, so ein bisschen mit ihrem Gleichgewicht. Weil sie das nämlich noch nicht halten kann. Wenn man dem Pferd das Bein wegnimmt, dann wird es für das Pferd ein bisschen schwierig sein. Probieren wir das mal. Komm mal her, Schätzchen. Komm hin. So. Man sieht, ne, sie braucht noch so ein bisschen Unterstützung dann vom Gewicht her. Macht sie aber schon ganz, ganz fein. Ne? Gut. Toll. Fein gemacht, Mäuschen. Ganz toll. Ja, ganz toll. Ne, immer ganz ruhig, eine kleine Pause dazwischen. Dass die da keinen Stress mit haben. Es ist schon kompliziert genug, dass sie lernen, halt irgendwie auf drei Beinen das Gleichgewicht zu halten. Ne? So. Ja, ja. Genau, fein. So schön. So schön. So kleine Füße. Ja. Und selber immer gucken, dass man ein bisschen aufpasst auf die eigene Sicherheit, ne? Weil die können da schon mal. So ein kleiner Huf kann auch schon wehtun. Lässt sie einmal los. So. Und dann entlässt man sie einmal. Natürlich schön, wenn sie dann nicht abhauen. Ja, und sie kommt wieder und es steht genau richtig rum. Hast du toll gemacht. Oh. Nimmst du sie? Sie. Am besten gehst du, glaube ich, noch einen Schritt mit. Okay. Können wir nicht fehlen. Sieht man ja, sie lehnt sich schon so ein bisschen an, ne? So, komm, Huf, komm. Fein. Ja, fein. Ja, gut, Mädchen. Ja, gut, Mädchen, fein. Gut. Ganz toll, ja, ganz toll. Ganz toll. So, schiebst du sie noch mal einen Schritt nach vorne? Genau, oh ja. So, jetzt ist das Bein frei, ne? Da muss man halt fein. Auch so ein bisschen drauf achten, ne? dass man guckt, dass sie dann auch richtig stehen, ne? Dass das für sie möglichst komfortabel ist. Gut. Ja, ja, toll. Und immer wichtig ist, die loszulassen, wenn die dann ganz ruhig stehen. Ne? Also wenn sie anfangen, Stress zu machen, festhalten, ne? Und nicht sich unterkriegen lassen. Und wenn sie dann ganz ruhig sind, dann kann man sie entlassen. So, Seven Cat ist jetzt 3 Wochen alt, heute genau. Und ich wollte euch nochmal zeigen, wenn man das mit dem Halfter immer schön übt, dass es dann schon nach 3 Wochen ganz gut geht. Ne?
kann ich das schon ohne Hilfe machen. Und wir machen das jetzt immer so, wenn wir sie rausbringen oder irgendwas mit ihr machen oder mit der Mutter machen, dass wir dann immer das Halfter dran machen. Ne, so dass sie sich einfach dran gewöhnt, wenn sie im Umgang ist, wenn man mit ihr umgeht, dass sie dann auch ein Halfter drauf hat und dass das nichts Schlimmes ist. So, und die Kleine, die mag schon ganz gern Kraftfutter. Und frisst auch Mineralfutter schon. Ne? Dann kriegt sie mal ein bisschen Mineralfutter. Kriegt sie, was die Mutter hat. Das soll sie noch nicht so haben. Darum haben wir die Krippe jetzt hier ganz nach oben angebaut, weil sie nämlich da schon unkontrolliert fleißig mitgefressen hat. Das soll dann halt auch nicht so sein. Ne? Das können die noch nicht so gut verdauen, außer sie hat jetzt wirklich so ein spezielles Stutenfutter. Aber das hat sie ja nicht. Sie kriegt ein Müsli halt und diese Mineralsachen. Und das ist... Das ist noch nicht so gut. Hier, was ist? Oh, es ist ein bisschen ungeblutet. Und was auch nicht gut ist, ist hier der Salzleckstein. Ne, den haben wir ja auch ganz nach oben hingehängt, weil die Fohlen, die dürfen das von der Niere her noch nicht, dass sie schon so viel Salz aufnehmen von dem Salzleckstein. Und deswegen macht man den auch schön weit nach oben, dass die Mutter das aufnehmen kann und das Fohlen da nicht so dran kommt. Das ist relativ wichtig. Eine ziemlich gefährliche Giftpflanze. Das ist das Jakobskreuzkraut. Die meisten kennen das nur, wenn das blüht so gelb, ganz dekorativ. Darum wurde das auch mal eine Zeit lang angepflanzt vom Straßenbauamt. Jetzt ärgert man sich darüber, weil es ist hochgradig giftig. Das Gift setzt sich in der Leber ab und wird auch so nicht unbedingt wieder ausgeschieden. Also es sammelt sich und ist deswegen halt sehr gefährlich. Normalerweise ist das sehr bitter, die Pferde fressen das nicht. Allerdings, wenn man Fohlen hat, kann es schon sein, dass es da doch mal dran geht. Und was halt auch sehr gefährlich daran ist, wenn das im Heu landet und trocknet, dann verliert es die Bitterstoffe und wird dann von den Pferden gefressen, ja, mit nicht so schönen Konsequenzen. Das Problem an dem Zeug ist, man muss das ausstechen, weil es sonst halt immer wieder kommt. Das wächst meistens an so Rändern, ne, wo es nicht so viel Konkurrenz hat hier, dass es hier so in dem höheren Gras wächst, ist jetzt schon relativ ungewöhnlich. Also man braucht Handschuhe, ne, wegen der Vergiftungsgefahr und ein Spaten. Und ja, unmenschliche Kräfte. So, hier ist die schöne Wurzel. Man sieht, die ist ganz schön groß, ne? Gut, wenn man die mitnimmt. Und das Ganze darf auch nicht auf den Misthaufen, sondern es muss tatsächlich in den Hausmüll, in die Verbrennung. Wenn das schon angefangen hat zu blühen, dann dürft ihr das nirgends hinschmeißen, weil die Blüten werden reif. Ne? Also die Samen kommen dann auf jeden Fall. Und dann sieht es sich halt wieder aus. Hallo! Ein bisschen Sport, bei 30 Grad plus. Total toll. Und an meinem Paddock wächst das natürlich nicht, da habe ich das schon längst rausgestochen. Aber wenn sich das hier aussieht, weil kein anderer sticht, ja, dann haben wir es nächstes Jahr auch wieder. Es lohnt sich also.